Sayın davetlerimiz, oturumum bu bölümünde Profesör Doktor Sayın Homatka arabuluculuk kavramını teori ve uygulamasını birlikte sunacak. Buyur. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind noch nicht zu müde, um hier zuzuhören. Das ist die nachmittägliche, schläfrige Zeit. Wir haben jetzt schon ein paar Mal etwas gehört über den Streik in der chemischen Industrie im Jahr 1971. Lassen Sie mich dazu ein paar Worte sagen. Der ist nämlich doppelt interessant, das bezieht sich jetzt auf zwei Referate. Das war also der erste Streik in der chemischen Industrie. Ich war damals Personalleiter in einem chemischen Unternehmen mit 8000 Beschäftigten und hatte die Streikabwehr in einem Betrieb geleitet, einen kleinen Betrieb mit 1800 Beschäftigten. Sie hatten vorhin gefragt, wo ist er denn jetzt, der Herr Alp, hatte vorhin gefragt, wie es denn sei mit der Frage Wegfall der Geschäftsgrundlage. Der Herr Franzen hat zu Recht gesagt, da ist die Rechtsprechung sehr hartnäckig und eigentlich macht sie es gar nicht. Was passiert? Damals, das war also wie gesagt der erste Streik nach 50 Jahren, damals hat es eine Inflation in Deutschland gegeben und die Gewerkschaft hatte trotzdem niedrige Tarifabschlüsse gemacht, um den Unternehmen wieder Luft zu verschaffen. Und dann kam auf einmal eine Gewinnexplosion. Die Entgelttarifverträge sind meistens sehr kurzfristig. Die haben eine Laufzeit von einem Jahr, damit man gleich wieder reagieren kann. Das ist sozusagen das Pendant zu der fehlenden Wegfall der Geschäftsgrundlagen. Die Arbeitgeber, wenn sie klug gewesen wären, hätten jetzt den Tarifvertrag während der Laufzeit geändert. Aber sie haben es nicht gemacht. Und die Gewerkschaft hat nicht gestreikt, nicht streiken können, weil die Friedenspflicht galt. Und nun staute sich in der Belegschaft ein großer Unmut auf. Die Belegschaft war einfach verärgert. Und das äußerte sich dann, als die Friedenspflicht abgelaufen war, auf einmal kam es zum Streik, da explodierte die ganze Stimmung. Und dann kam es zu entsprechend höheren Tarifabschlüssen. Das zum Thema Wegfall der Geschäftsgrundlage. Man braucht das nicht. Die Arbeitgeber dürfen das gar nicht übertreiben. Wenn sie das machen, bezahlen sie hinterher doppelt. Das ist das eine. Dann zur Streikabwehr. Müller sagte, es gibt mildere Möglichkeiten. Er hat natürlich die Schlichtung gemeint. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, nämlich eine bessere Prophylaxe. Damals haben die Gewerkschaften auch Unternehmen der chemischen Industrie boykottiert. Boykott ist unzulässig nach deutschem Arbeitsrecht. Jedenfalls, wenn es in die Betriebsbesetzung übergeht. Besetzung von Betrieben sind unzulässig. Wir wussten, dass wir bestreikt werden. Die Gewerkschaft hatte uns das angekündigt. Und wir hatten dort in diesem Unternehmen einen Schichtbetrieb. Das heißt, es wurde in Dreierschicht gearbeitet, immer 8 Stunden, 3 mal 8 Stunden. Die Schicht begann morgens um 6 und morgens um 6 sollte der Streik beginnen. Ich habe dann ein paar Tage vorher die Führungskräfte eingeladen und habe sie geschult im Streikrecht. Wir wussten, dass die Gewerkschaft nicht nur Streikposten aufstellen würde, sondern die Tore blockieren würde. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich auch einen Hubschrauberlandeplatz angelegt. Das Werk lag am Fluss, am Main. Wir haben Main-Schiffe angeheuert. Also wir hatten alle Möglichkeiten, um trotzdem
den Waren rein und raus zu transportieren. Aber wir haben noch etwas anderes gemacht. Wir haben die Führungskräfte gebeten, morgens um 5:30 vor den Toren zu sein. Und als der Streik begann, als die Gewerkschaftsfunktionäre kamen, die Streikposten kamen, standen überall rund um das Werk, um die Tore, die Vorgesetzten. Und jetzt waren die Leute in der großen Zwickmühle, in der großen Verlegenheit. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Hier standen ihre Streikposten und haben gesagt, bleib draußen. Daneben stand der Vorgesetzte und sagt, komm rein. Und was passiert? Die meisten Menschen sind ja autoritätsgläubig. Die meisten sind reingegangen. Und wir hatten dann in 1800 war die Belegschaft, wir hatten 800 Feldbetten in das Werk geschafft und haben all denen gesagt, wenn ihr wollt, bleibt hier, solange gestreikt wird, wir wissen nicht, ob ihr wieder raus oder rein könnt. Und dann sind von diesen 1800 800 da geblieben und haben eine ganze Woche dort geschlafen. Wir haben dann Skattturniere gemacht, der Werksarzt hat über Gesundheitsberatung gesprochen und es gab alle möglichen Veranstaltungen und wir haben voll weiter produziert. Die Gewerkschaft hat dann große Sorge gehabt, dass man vielleicht jetzt die 1000, die nicht drin waren, entlassen würde, weil wir mit 800 ja voll weiter produziert haben. Aber natürlich geht das in einer Fabrik nicht. Man kann nicht auf Dauer mit einer solchen kleinen Mannschaft fahren. Es sind ja auch einige krank und einige fehlen und ich weiß nicht. Aber das war eine Lösung. Wir haben kein Gericht gebraucht. Wir haben keine Schlichtung gebraucht. Wir haben den Streik auch so gewonnen. So viel dazu, aber jetzt will ich Ihnen etwas zur Schlichtung erzählen. Rede ich zu schnell? Geht's? Okay. Also, Deutschland ist ein konsensorientiertes Land. Streiks erfreuen sich keiner allzu großen Beliebtheit. Das BAG, also das Bundesarbeitsgericht, hat in seiner ersten Arbeitskampfentscheidung 1954 gesagt, Arbeitskämpfe sind im Allgemeinen unerwünscht, da sie volkswirtschaftliche Schäden mit sich bringen und den im Interesse der Gesamtheit liegenden sozialen Frieden beeinträchtigen. Auch wenn das Bundesarbeitsgericht diese Aussage heute wahrscheinlich nicht wiederholen würde, Regierung, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Unternehmen ziehen runde Tische, Bündnisse für Arbeit und wie immer solche Gemeinschaftsveranstaltungen heißen vor. In der internationalen Streikstatistik steht Deutschland ziemlich am Ende, weit hinter den anderen wichtigen Industrieländern und nur wenig vor den traditionell stark streikarmen Ländern. Ich weiß nicht, was das ist. Vor den streikarmen Ländern Österreich, Schweiz und Japan. Die Streikforschung steigt etwas tiefer ein und fragt, welches die Auslöser für Streiks oder umgekehrt die Umstände sind, die Streiks verhindern. Ein Großteil der Anlässe, die in anderen Ländern zu Arbeitskämpfen geführt haben, scheidet in Deutschland von vornherein aus. Die Rechtsprechung, eine gesetzliche Regelung gibt es nicht, das haben Sie gehört, beschränkt Arbeitskämpfe auf Ziele, die tariflich regelbar sind. Politische Streiks oder Streiks gegen unternehmerische Entscheidungen, also Investitionen, Ausgliederung, Umgestaltung der Betriebsmittel, der Arbeitsorganisation und so weiter, sind unzulässig. Ein weiterer großer Bereich entfällt durch die Aufgabenteilung zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft. Sie haben schon von Herrn Müller etwas über den Betriebsrat gehört. Der Betriebsrat ist die zweite Vertretung der Arbeitnehmer. Er wird in den Betrieben gewählt und ist in der Theorie jedenfalls von der Gewerkschaft unabhängig. Häufig sind natürlich die Betriebsräte personenidentisch mit Gewerkschaftern. Insofern hat die Gewerkschaft natürlich einen großen Einfluss auf die Betriebsräte. Aber in der Theorie und vielfach auch in der Praxis
gibt es eine Aufgabenteilung. Die Kompetenzen des Betriebsrats sind im Gesetz geregelt. Es geht vor allem um Fragen des betrieblichen Alltags. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die vielen Streiks bei Fiat in Italien. Da ging es immer um ganz konkrete betriebliche Fragen. Um diese Fragen dürfte man in Deutschland gar nicht streiken. Es ist also Lage der Arbeitszeit, Überstunden, Kurzarbeit, das Entgeltsystem, um nur die wichtigsten zu nennen. Ein zweiter Bestimmungsfaktor für Art und Umfang von Streiks sind Struktur und Größe der Gewerkschaften. Je weniger Gewerkschaften, das ist die Streikforschung, ja, Ergebnisse der Streikforschung, je weniger Gewerkschaften, desto weniger Gewerkschaftskonkurrenz. Die Gewerkschaften müssen sich nicht durch Streiks gegeneinander profilieren. Das ist das Problem in Frankreich, ein großes Problem. Dort kleine Gewerkschaften, Richtungsgewerkschaften. Und je größer die Gewerkschaften, desto verantwortungsbewusster sind sie in der Regel. In kleine Gewerkschaften können utopische Forderungen stellen. Sie müssen das Ergebnis nicht vertreten, denn es kommt ihnen gegenüber zu keinem Ergebnis. Es kommt zu keinem Tarifvertrag. Sie haben vorhin schon gehört, in Deutschland gab es bis vor ein paar Jahren fast ein Monopol für die Gewerkschaften, die im Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen sind. Natürlich haben die anderen auch Tarifverträge abgeschlossen, aber ganz konkret, wie sah das so aus? Ich habe selbst Tarifverhandlungen geführt. Dann war die große Verhandlungskommission der Arbeitgeber, die große der Industriegewerkschaft Chemie auf beiden Seiten und in einem Nebenzimmer im selben Hotel, da saß dann die Deutsche Angestelltengewerkschaft. Und die hat vor allem darauf geachtet, dass sie einen Tarifvertrag unter demselben Datum bekam. Denn wenn sie es erst am nächsten Tag bekommen hätte, hätten die Leute gesagt, also was habt ihr denn gemacht? Das hat also, die Verträge haben keine große Rolle gespielt. Die DGB-Gewerkschaften, also die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund, verstehen sich als Einheitsgewerkschaften. Das haben Sie auch schon gehört. Das heißt, sie sind weltanschaulich und parteipolitisch neutral. Zumindest nach ihrer Satzung, dass sie der Sozialdemokratischen Partei näher stehen als der Christlich-Demokratischen, das ist eine andere Frage. Das geht, diese Neutralität, diese zumindest satzungsmäßige, geht auf Erfahrungen in der Weimarer Republik zurück und im Dritten Reich. In der Weimarer Zeit, das heißt bis 1933, gab es sozialistische, christliche und liberale Gewerkschaften, die einander bekämpften. Ihre Uneinigkeit, so nimmt man an, hat mit zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen. Die Nationalsozialisten, die am Anfang 1933 an die Macht kamen, haben schon am 2. Mai 1933 die wichtigsten Gewerkschaftsführer verhaftet, haben sie in Konzentrationslager gebracht und haben die Gewerkschaften aufgelöst. Aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Uneinigkeit, ist die Idee der Einheitsgewerkschaft entstanden. In den letzten Jahren, auch das haben Sie schon gehört, ist eine Reihe kleinerer Gewerkschaften entstanden oder zumindest tarifpolitisch aktiv geworden. Hauptursache dürfte zum einen sein, dass die etablierten Gewerkschaften zu groß und zu heterogen geworden sind. Verdi, die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, von denen Sie gehört haben, vertritt Arbeitnehmer in 200 verschiedenen Berufen. Zum anderen ist Ursache sicher die Tarifpolitik der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben nämlich über viele Jahre und Jahrzehnte überproportionale Verbesserungen für ungelernte und für angelernte Arbeitnehmer durchgesetzt. Ungelernte und angelernte sind die wichtigste und bei weitem größte Klientel der Gewerkschaften, der DGB-Gewerkschaften. Die Rechtsprechung hat jetzt Schützenhilfe geleistet, indem sie mehrere Tarifverträge nebeneinander anerkennt. Wir werden darüber noch reden. Prompt haben die Streiks, ich möchte fast sagen die Profilierungsstreiks, zugenommen. Tarifverhandlungen sind schwieriger geworden. Auseinandersetzungen zwischen den Arbeitnehmergruppen über die Verteilung des Kuchens werden jetzt nicht mehr innerhalb der Gewerkschaften ausgetragen, sondern auf dem Umweg über die Tarifverhandlungen auf dem Rücken der Arbeitgeber und damit der Allgemeinheit. Also die Verteilungskämpfe zwischen den einzelnen Berufsgruppen, Arbeitnehmergruppen,
die früher innerhalb der Gewerkschaften ausgetragen wurden. In der Gewerkschaft hat man sich geeinigt, für welche Gruppen man welche Forderungen aufstellt. Die werden jetzt extern ausgetragen über verschiedene Organisationen. Ein letzter Bestimmungsfaktor für Arbeitskämpfe ist der Grad der innerverbandlichen Demokratie. Wenn Gewerkschaftsfunktionäre immer wieder zur Wahl antreten müssen, dann müssen sie Leistungsnachweise erbringen. Das geschieht am einfachsten durch Arbeitskämpfe. Entweder erzielt man dann bessere Abschlüsse, bessere Tarifbedingungen und kann sich mit dem Ergebnis schmücken, oder man zeigt den Mitgliedern, dass auch sie selbst nicht mehr erreichen können als ihre Vertreter. In jedem Fall sind die Funktionäre die Sieger im Arbeitskampf. Und es gibt nur ganz wenige Arbeitskämpfe in Deutschland, die Gewerkschaft verloren haben. In der Chemie damals 1971, das war einer von diesen ganz, ganz wenigen. Die allermeisten Kämpfe haben die Gewerkschaften gewonnen. Je streikfreundlicher die Rechtsordnung und das tatsächliche Umfeld, desto größer ist das Bedürfnis nach Vermeidung und Beilegung von Arbeitskämpfen. Mittel der Wahl ist die Schlichtung, das ist unser Thema. Schlichtung soll Hilfe beim Abschluss eines Tarifvertrags sein und damit den Arbeitsfrieden erhalten. Das Bundesarbeitsgericht hält Arbeitskämpfe erst nach Erschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten für zulässig. Aber wann das der Fall ist, dürfen die Tarifparteien selbst entscheiden. Der Arbeitskampf muss das letzte mögliche Mittel sein, die Ultima Ratio. Daraus hat das Gericht 1971 gefolgert. Deshalb ist auch ein Schlichtungsverfahren erforderlich. Ob das BAG an dieser Aussage noch heute festhält, ist mehr als zweifelhaft. Das BAG hat den Satz zwar früher mehrfach wiederholt, es sieht aber so aus, als hätte es dieses Erfordernis mittlerweile fallen gelassen. In der Literatur wird die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nach wie vor überwiegend als Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Arbeitskampfs angesehen. Als Vorteile werden genannt eine Abkühlung des Verhandlungsklimas, im Englischen die Cool-Off-Period, Abkühlung des Verhandlungsklimas, eine Versachlichung und Befriedung, eine gesteigerte Rationalität der Argumente und die Berücksichtigung der objektiven Wirtschaftsdaten. Dagegen wird eingewandt, da die Tarifparteien Herr des Verfahrens blieben und damit über Erfolg oder Misserfolg der Schlichtung entscheiden könnten, sei die Pflicht, ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, eine reine Förmelei, also reine Formsache. Wahrscheinlich liegt es nicht zuletzt an der geringen Anzahl von Streiks in Deutschland, dass die Diskussion über die Schlichtung keine größere Rolle gespielt hat. Nun zu den Arten der Schlichtung. Schlichtung kann als staatliche oder als private Schlichtung organisiert sein, das heißt, Schlichter kann eine Behörde oder eine Privatperson sein. Nach der Verbindlichkeit der Schlichtung wird zwischen freiwilliger Schlichtung, Schlichtungszwang und Zwangsschlichtung unterschieden. Bei der freiwilligen Schlichtung liegt es in den Händen der Parteien, ob sie ein Schlichtungsverfahren einleiten. Die Parteien bestimmen auch, ob das Ergebnis der Schlichtung verbindlich sein soll oder nur ein unverbindlicher Vorschlag. Herrscht Schlichtungszwang, dann müssen die Parteien ein Schlichtungsverfahren durchführen. Ob das Ergebnis der Schlichtung verbindlich ist oder nicht, liegt wieder bei ihnen. Zwangsschlichtung bedeutet, dass die Parteien ein Schlichtungsverfahren durchführen müssen und dass das Ergebnis dieser Schlichtung für beide Seiten verbindlich ist. In Deutschland gibt es weder Zwangsschlichtung noch, soweit ich sehe, Schlichtungszwang. Zwangsschlichtung von der Betriebsverfassung abgesehen, dort haben wir ein eigenes Verfahren. In der Weimarer Zeit, also in den wenigen Jahren von 1918 bis Anfang 1933, sah das Schlichtungsrecht, das 1923
in der sogenannten Schlichtungsordnung kodifiziert wurde, eine Zwangsschlichtung vor. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war eine sehr unruhige Zeit. 1923 gab es eine furchtbare Inflation und 1929 die Weltwirtschaftskrise. Heute würden wir sagen, die erste Weltwirtschaftskrise. Die Folgen waren zahllose, heftige Streiks, die sich nicht zuletzt auch immer wieder gegen die ungeliebte Weimarer Republik richteten. Eine Streitkultur, nicht Streikkultur, eine Streitkultur, also eine Kultur, wie man sich streitet, miteinander streitet, wie in Großbritannien, gab es in dem Deutschen Reich nicht, das bis 1918 obrigkeitlich verfasst war. Die Politiker der Weimarer Republik hatten infolgedessen Sorge, dass Streiks das politische System in Frage stellen könnten und suchten ein Mittel, um Arbeitskämpfe zu verhindern oder notfalls zu beenden. Dieses Mittel war die staatliche Zwangsschlichtung. Die Zwangsschlichtung funktionierte, solange es wirtschaftlich aufwärts ging. In der Wirtschaftskrise mussten die Löhne aber mehrfach abgesenkt werden, zweimal um 5% und einmal sogar um 10%. Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, wie arm die Menschen zu dieser Zeit noch waren. Es gibt nur als Beispiel eine berühmte Sozialenquete aus Frankfurt in einer reichen Stadt aus dem Jahr 1907. Da hat man die Budgets von drei Arbeiterhaushalten untersucht, 1907. Und von dem einen hieß es damals, fand wieder Arbeit, kam auch zu einigem Wohlstand und konnte sich sogar eine Kuckucksuhr leisten. Und von der anderen Familie hieß es, die Frau bekam ihr drittes Kind und dank mildtätigen Nachbarn, die jeden Tag einen Viertelliter Milch gespendet haben, konnte dieses Kind auch am Leben erhalten werden. 1907. Und die Einkommen sind 1930 auf die Zeit vor 1907 gefallen. So müssen Sie sich das vorstellen. Also, die mussten mehrmals abgesenkt werden. Die Tarifparteien hatten nicht den Mut, das zu machen. Sie haben das den staatlichen Schlichter machen lassen. Das Ergebnis war, dass die ganzen Emotionen, die dadurch aufkamen, die ganze Wut, sich nicht gegen die Tarifparteien gerichtet hat, sondern gegen den Staat. Unser erster Arbeitsminister in der jungen Bundesrepublik hat sich überzeugt geäußert, dass das mit zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen hat. Mit dieser Meinung stand er offenbar nicht allein. Der alliierte Kontrollrat, der zwischen 1945 und 1949, das heißt zwischen der Niederlage und der Gründung der Bundesrepublik, die Gesetzgebungsgewalt in Deutschland ausgeübt hat, hat eine staatliche Zwangsschlichtung, die im Dritten Reich mit der Auflösung der Gewerkschaften obsolet geworden war, nicht mehr eingeführt. Das Kontrollratgesetz 35, das letzte Gesetz des alliierten Kontrollrats, das heute noch in Kraft ist, sieht eine Zwangsschlichtung nicht mehr vor. Ich will Ihnen nicht vorlesen, wie das dort formuliert ist. Ich denke, Sie werden es mir auch so glauben. Es ist allgemeine Meinung, dass eine staatliche Zwangsschlichtung heute ein Verstoß gegen die Koalitionsfreiheit und damit gegen Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz und damit verfassungswidrig wäre. Gestritten wird nur darüber, ob eine Zwangsschlichtung in Extremsituationen zulässig sein kann, etwa bei Gefährdung der sozialen Ordnung, unter außergewöhnlichen Umständen, in denen schwerwiegende öffentliche Interessen auf dem Spiel stehen oder wenn der Bestand ganzer Industriezweige bedroht ist. Gesetzliche Grundlage des Schlichtungsrechts in Deutschland ist nach wie vor das Kontrollratgesetz 35. Dort heißt es, die beteiligten Parteien können das zur Verhütung oder Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten, also Vermeidung oder Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten, einzuhaltende Verfahren vereinbaren. Dieses Verfahren
kann in einem Tarifvertrag festgelegt werden. Die Schlichtung kann also in einem Tarifvertrag geregelt werden. Die Tarifvertragsparteien haben von dieser Ermächtigung weitgehend Gebrauch gemacht, um eine staatliche Regelung zu verhindern. Bereits 1954 haben die großen Gewerkschaften und die Bundesverband der deutschen Arbeitgeberverbände eine Vereinbarung abgeschlossen, das sogenannte Margaretenhof-Abkommen. Margaretenhof, das war ein Hotel. Beide Seiten verpflichten sich darin, sich ernsthaft zu bemühen, durch freie Verhandlungen Tarifverträge abzuschließen. Wenn das nicht gelingt, dann sollen Streitigkeiten durch vereinbarte Schlichtungsstellen beigelegt werden. Also es gibt ein Musterabkommen für die gesamte Bundesrepublik und die Tarifparteien können dann Vereinbarungen abschließen. Tarifliche Schlichtungsabkommen gibt es heute in fast allen Wirtschaftsbereichen. Ausgenommen sind vor allem die Stahlindustrie und die Textilindustrie. Die behördliche Schlichtung, die es nach dem Kontrollratgesetz auch gibt, subsidiär, es gibt subsidiär eine behördliche Schlichtung, hat demgegenüber eine geringe Bedeutung. In den Jahren 1989 bis 1995 gab es ganze 50 Verfahren vor behördlichen Schlichtern. Demgegenüber gibt es jedes Jahr 50 Verfahren vor tariflichen Schlichtungsstellen, also von 89 bis 95 50 und tarifliche 50. Wobei man noch beachten muss, dass die tariflichen Schlichtungen viel wichtigere Wirtschaftszweige betreffen als die behördlichen. Und Tarifverhandlungen über das Entgelt werden vielfach nicht für den gesamten Wirtschaftszweig geführt, sondern getrennt nach Bundesländern. Der Schlichtungsspruch im ersten Bundesland hat in aller Regel Pilotfunktion, also Vorbildfunktion für die übrigen Bundesländer. Die Zahl 50, die ich eben als erheblich häufiger als bei behördlichen Schlichtungen dargestellt habe, relativiert sich, wenn man bedenkt, dass jedes Jahr rund 6.000 Tarifverträge abgeschlossen werden. 50 Schlichtungsverfahren bei 6.000 Tarifverträgen. Trotzdem sollte man die Bedeutung der Schlichtung nicht unterschätzen, denn betroffen sind, wie gesagt, vor allem wichtige Wirtschaftsbereiche wie Metall, Chemie, Bahn, Bau. Wie sehen nun die Schlichtungsregelungen aus? Hier kann ich Ihnen jetzt nicht alle Tarifverträge schildern. Jeder Tarifvertrag ist anders. Man lehnt sich zwar in der Struktur an das Margaretenhof-Abkommen an, aber es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten. Ich will es Ihnen zusammengefasst versuchen zu schildern. Wenn die Verhandlungen gescheitert sind, dann können die Parteien also nicht mehr auf dem Verhandlungsweg zu einer Einigung kommen, weil die beiderseitigen unterschiedlichen Interessen nicht zur Übereinstimmung zu bringen sind. Und wenn beide das festgestellt haben oder eines der anderen erklärt hat, dann kann, das ist der Normalfall, oder muss eine der Parteien die Schlichtungsstelle anrufen. Die Anrufung geschieht durch Unterrichtung der Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle. Die Geschäftsstelle, das ist einfach die Verwaltung, ist meistens bei dem zuständigen Arbeitgeberverband eingerichtet. Die sorgt für die technischen Hilfsmittel. Die Anrufung, zumeist ist für die Anrufung eine bestimmte Frist vorgesehen, die liegt je nach Tarifvertrag zwischen 3 Tagen und 4 Wochen. Die Geschäftsstelle muss dann von sich aus dafür sorgen, dass die Schlichtungsstelle zusammentritt. Auch dafür ist meistens wieder eine bestimmte Frist vorgegeben, auch wieder 3 Tage bis 4 Wochen. Die Schlichtungsstelle besteht aus gleich vielen Beisitzern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Beim Metall sind es 2, im öffentlichen Dienst 6, meistens sind es 3, also 3 auf jeder Seite. In der Regel wird man sie aus dem Kreis der Tarifkommissionsmitglieder auswählen. Das Tarifkommission, das sind die Kommissionen, die miteinander verhandelt haben, weil sie mit dem Sachstand am besten vertraut sind.
Mitunter aber, so macht man das in der Chemie, holt man die Schlichter aus Tarifkommissionen anderer Bezirke. Das hat den Vorteil, dass sie noch nicht festgefahren sind in den Verhandlungen. Und vor allem, sie gehen dann wieder zurück in ihre Bezirke und überlassen die Verantwortung und die Ergebnisse dann den zuständigen Kollegen. Das ist ein sehr geschicktes Verfahren. Hinzu kommt dann in manchen Branchen ein unparteiischer Vorsitzender, auf den sich beide Parteien entweder für dieses Verfahren einigen oder für einen bestimmten Zeitraum. Wenn das nicht gelingt, dann entscheidet das Los oder eine neutrale Stelle, also zum Beispiel der Präsident des Bundesarbeitsgerichts oder der Arbeitsminister. Und wenn kein unparteiischer Vorsitzender vorgesehen ist, so in der chemischen Industrie zum Beispiel, dann bestimmen die Parteien den Vorsitzenden aus ihrer Mitte. Der Vorsitz wechselt in diesem Fall von Verfahren zu Verfahren zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Die Schlichtungsstelle beginnt ihre Sitzung mit der Anhörung der sogenannten Parteivertreter. In der Regel sind das wieder 2 bis 3 von jeder Seite. Also Sie müssen sich vorstellen, hier sitzen 3 Schlichter, hier sitzen auch 3 Schlichter, hier sitzt der Vorsitzende und ein Stückchen weiter sitzen nochmal 3 Vertreter aus den Tarifkommissionen, deren Aufgabe nicht Schlichtung ist, sondern die Standpunkte der Parteien vorzutragen. Der Schlichtungsspruch im ersten Bundesland, die Parteivertreter, es sollen die Schlichter über die unterschiedlichen Standpunkte und über die Beurteilung wesentlichen Verhältnisse unterrichten. Heute Morgen wurde mal davon gesprochen, dass beide ja von denselben Zahlen ausgehen, von denselben Daten. Das war nicht immer so. Eine wirklich gute Statistik hat es nicht zu jeder Zeit gegeben. Man hat sich in den ersten Jahren durchaus über die Fakten gestritten. Heute streitet man sich über die Bewertung der Fakten. Das hat der Herr Wolf, glaube ich, gesagt heute Morgen. Und zwar, wie kann man sich über die Bewertung streiten? Nehmen Sie an, in den letzten 2 Jahren gab es eine schlechte Konjunktur. Dann wird die Gewerkschaft als Beispiel die letzten 2 Jahre heranziehen. Die Arbeitgeber werden sagen, nein, das kann man nicht machen. Wir müssen auch daran denken, wie es die letzten 5 Jahre gewesen ist. Und wenn die Vergangenheit nicht hilft, dann nimmt man die Zukunft. Dann werden die einen sagen, das wird aber jetzt nach oben gehen. Wir haben eine gute Konjunktur. Und die anderen werden sagen, na Vorsicht, die Weltwirtschaft ist im Augenblick so im Umbruch, wir wissen nicht, was passiert. Wollen wir mal nicht zu viel nehmen. Das ist die Bewertung der Fakten. Ja, das ist damit gemeint. Das erfolgt also dann in den Tarifverhandlungen, das ist passiert dann auch in der Schlichtung. Die Parteien können sich über alle erheblichen Tatsachen aussprechen, sie können Beweismittel für ihre Behauptungen beibringen, sie können Anträge stellen, sie können Auskunftspersonen benennen und sie können Sachverständige einladen. Die Schlichtungsstelle ihrerseits kann Fragen an die Parteivertreter stellen, an die Sachverständigen, an die Auskunftspersonen. Es ist also ein recht freies Verfahren. Sie kann Beweise erheben, Auskünfte einholen, notfalls auch das Verfahren zur weiteren Klärung des Sachverhalts auf einen neuen Termin verlegen. Die Verhandlungen sind nicht öffentlich, sie werden vom Vorsitzenden geleitet. Der Vorsitzende muss kein Jurist sein. Es kommt sehr darauf an, es geht ja um Entgeltfragen, also das kann durchaus auch ein Wirtschaftswissenschaftler sein. Wenn es rechtlich problematische Fragen gibt, dann nimmt man gerne einen Juristen als, der aber auch was von Wirtschaft verstehen sollte. Die Schlichtungsstelle hat in jedem Stadium des Verfahrens zu versuchen, eine Einigung herbeizuführen. Wenn eine Einigung zustande kommt, dann ist sie niederzuschreiben und von den Parteien zu unterzeichnen. Den Parteien kann auch eine Widerrufsfrist eingeräumt werden. Bis zum Ablauf dieser Frist oder bis zum Widerruf wird das Verfahren ausgesetzt. Der Spruch der Schlichtungsstelle ist verbindlich, wenn das im Abkommen vorgesehen ist. Er wirkt dann wie ein Tarifvertrag, so in der chemischen Industrie.
Sonst hat er nur die Bedeutung eines Einigungsvorschlags, den beide Seiten entweder ausdrücklich billigen müssen, so in der Metallindustrie, oder doch zumindest ablehnen können. Wird der Schlichtungsspruch abgelehnt oder nicht gebilligt, dann ist das Schlichtungsverfahren entweder ergebnislos beendet oder, wenn es im Schlichtungsabkommen vorgesehen ist, dann kann eine weitere Instanz angerufen werden. Für Sie gelten im Prinzip ähnliche Grundsätze wie für die erste Instanz. Fällt sie einen verbindlichen Spruch, dann wirkt er wie ein Tarifvertrag. Gelingt ihr das nicht, dann sind die Verhandlungen endgültig ergebnislos beendet und damit erlischt die Friedenspflicht, sofern sie nicht schon vorher erloschen ist. Wir haben eine Ausnahme im Metallbereich, da endet die Friedenspflicht in jedem Fall 4 Wochen nach Ablauf des Tarifvertrags. Beide Seiten können dann nach Ablauf der Friedenspflicht in Arbeitskampfmaßnahmen einleiten. Eine Schlichtung kann auch während eines Arbeitskampfs noch stattfinden. Man spricht dann von einer besonderen Schlichtung, aber der Unterschied ist nicht groß. In besonders verfahrenen Situationen bieten mitunter Politiker, die sich gerne profilieren möchten, ihre guten Dienste an. Damit wird die Schlichtung nicht zu einer staatlichen Einrichtung. Wenn die Politiker nicht zu Vorsitzenden der Schlichtungsstelle bestellt werden, dann sind sie schlicht als ehrliche Makler tätig. Die Friedenspflicht, ich will das nochmal sagen, das heißt die Pflicht, Kampfmaßnahmen gegeneinander zu unterlassen, endet an sich mit Ablauf des Tarifvertrags. Sie wird aber in den Schlichtungsabkommen grundsätzlich bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens ausgedehnt. Die Schlichtung soll nicht unter dem Druck von Arbeitskampfmaßnahmen stehen. Nun noch etwas zur Praxis der Schlichtung. Die Schlichtung beginnt mit dem Kampf, in Anführungszeichen, um den Vorsitz bzw. den Vorsitzenden. Im Idealfall einigt man sich auf eine bestimmte Person. Die sollte genügend Autorität haben, auch Autorität in der Öffentlichkeit, denn der Schlichtungsspruch wird sowohl von den Verbandsmitgliedern, also von den Mitgliedern der Gewerkschaften und den Arbeitgebern, als auch von der Öffentlichkeit nicht der Schlichtungsstelle, sondern dem Vorsitzenden zugerechnet. Auch ein renommierter Vorsitzender kann sich aber nur durchsetzen, wenn er beide Seiten überzeugt. Schlichtung ist Mediation. Schlichtung ist Mediation. Das heißt, der Schlichter muss, wenn er Aussicht auf Erfolg haben will, beide Seiten von der Angemessenheit des vorgeschlagenen Kompromisses überzeugen. Dass sich die Parteien von vornherein dem Schlichterspruch unterwerfen, ist die absolute Ausnahme. In aller Regel wird der Spruch nur wirksam, wenn die Tarifkommissionen beider Seiten zustimmen. Der Schlichter kann zwar theoretisch zusammen mit einer Seite für eine bestimmte Lösung stimmen, es gilt Mehrheitsentscheidung. Damit setzt er die andere Seite unter einen gewissen Druck. Verbindlich ist die Entscheidung aber nicht. Die Tarifkommission der unterlegenen Parteien wird ihr kaum zustimmen. Psychologisch kann man den Parteien die Zustimmung dadurch erleichtern, dass man in das Schlichtungsabkommen eine Klausel aufnimmt, wonach der Schlichterspruch verbindlich wird, wenn die Tarifkommission nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht. Es ist leichter, nichts zu tun, als Ja zu sagen. Sehr menschlich, den Kopf in den Sand zu stecken. Auch eine solche Regelung wird aber eher Ausnahme sein. Immerhin ist denkbar, dass die Tarifvertragsparteien ad hoc ein solches Verfahren vereinbaren. Wenn Sie es ganz ausmachen, hört der Vortrag auf. Die Parteien haben es in der Hand.
Die Parteien haben es in der Hand, den Tarifvertrag über die Schlichtung generell oder im Einzelfall zu ändern. Sie können also auch das Verfahren ändern. Sinnvoll kann es auch sein, zwei Vorsitzende zu bestimmen, die sich vor der Abstimmung einigen müssen. Ich habe selbst eine solche Schlichtung erlebt. Das erhöht natürlich die Chancen auf Akzeptanz des Schlichterspruchs bei beiden Seiten. Wichtig ist während des Schlichtungsverfahrens eine gute Atmosphäre. Der Vorsitzende muss den Streitstoff einschließlich etwaiger Rechtsfragen beherrschen. Er muss auf eine sachliche Diskussion hinwirken. Die Geschäftsstelle muss dafür sorgen, dass die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stehen. Zwischendurch empfehlen sich gegebenenfalls immer wieder getrennte Gespräche mit den Beisitzern der beiden Seiten. Dabei muss aber der Anschein von Parteilichkeit in jedem Fall vermieden werden. In schwierigen Sachen können auch Unterbrechungen nützlich sein. Sie signalisieren beiden Parteien, dass sie ihre jeweilige Position nicht durchsetzen können, und sie helfen mit, die Tarifvertragsparteien und ihre Mitglieder auf die Notwendigkeit eines weiteren Nachgebens einzustimmen. Wichtig ist zum Schluss eine präzise Abfassung des Schlichterspruchs. Formelkompromisse beenden den Streit nicht. Im Gegenteil, sie tragen den Keim für neue Auseinandersetzungen in sich. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Just 5 minutes. Okay. 5 Minuten kann man viel machen. Ja, dann will ich Ihnen vielleicht noch ein paar Worte sagen zu dem neuen Phänomen der Tarifkonkurrenz, Konkurrenz verschiedener Gewerkschaften. Wir hatten ein solches Problem, da war ich selbst Schlichter, in dem Tarifstreit der Bahn. Dort bei der Bahn gibt es 3 Gewerkschaften, eine große, die Transnet und 2 kleinere. Die eine von den kleinen ist die schon oft zitierte Lokführergewerkschaft. Früher waren die Lokführer Beamte und Beamte dürfen nicht streiken. Dann kam die DDR dazu und in der DDR, obwohl sie viel kleiner war, gab es genauso viele Lokführer wie in der Bundesrepublik. Und die dort waren keine Beamte, sondern Arbeitnehmer. Nun hat diese Gewerkschaft, die Gewerkschaft der Lokführer, diese Lokführer auch organisiert, als Mitglieder gewonnen. Auf einmal hatte sie Beamte und Arbeitnehmer. Solange sie nur Beamte hatte, konnte sie nicht streiken. Jetzt auf einmal merkte sie, wir haben einen starken Arm. Und sie hat es genutzt. Damit fing im Grunde, ich will nicht sagen das Problem an, sondern die Entwicklung an. Ich lasse mal Cockpit und andere Dinge weg. Wir hatten nun Tarifverhandlungen mit diesen 3 Gewerkschaften und die Gewerkschaft der Lokführer wollte sich profilieren. Sie hat keinem Kompromiss zugestimmt. Die große Gewerkschaft hat zugestimmt, die andere, 2. kleine hat auch zugestimmt, die Gewerkschaft der Lokführer auch nicht. Was haben wir gemacht? Verhandelt, verhandelt, verhandelt. Zum Schluss haben wir gesagt, das ist gar kein Problem zwischen Bahn und Gewerkschaft, zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft. Das ist ein Problem zwischen den Gewerkschaften. Und wir haben dann die Bahn draußen gelassen und haben die 3 Gewerkschaften eingeladen und haben einen ganzen Tag mit ihnen verhandelt und haben sie dazu gebracht, dass sie wenigstens auf Zeit wieder Frieden geschlossen haben. Es hat eine Zeit lang gehalten, aber natürlich nicht auf Dauer. Das ist das Problem. Die Frage, die sich heute stellt, ist, ob wir nicht eine Schlichtung zwischen den Gewerkschaften brauchen. Und hier ist die Diskussion, kann das nur eine freiwillige Schlichtung sein? Dann nützt das nicht viel. Denn untereinander können sie sich ja nicht bestreiten. Es müsste also eine Zwangsschlichtung sein. Und hier ist die Frage, lässt das die Verfassung zu? Das ganz kurz zu dem Thema konkurrierende Gewerkschaften. Da werden wir noch große Probleme haben. Ich habe die Problematik in England selber erlebt, in Nordirland, weil ich dort Tarifverhandlungen geführt habe. Das ist ein schwieriges Kapitel. Ja, ziehen wir ein Fazit, das darf ich noch.
Die Schlichtung ist ein wirksames Instrument, ein sehr wirksames Instrument, würde ich sagen. In den allermeisten Fällen hat sie Erfolg. Die Parteien wissen, dass die Schlichtung die letzte Chance vor einem Arbeitskampf ist, der in aller Regel für beide Seiten sehr teuer und aufwendig ist und der noch dazu in der deutschen Öffentlichkeit auf wenig Sympathie stößt. Die Parteien tun sich mit einem Kompromiss leichter, wenn sie die Verantwortung einer neutralen Stelle überbürden können. Dabei macht man sich auch zunutze, dass die Schlichtung in der Öffentlichkeit und vielfach auch bei den Mitgliedern weithin als eine quasi öffentliche Institution, fast als eine Art Gericht angesehen wird. Die Delegation der Verantwortung geht in der chemischen Industrie noch einen Schritt weiter. Ich habe es Ihnen gesagt, indem man die Schlichter aus einem anderen Tarifbezirk holt. Und schließlich darf man auch nicht unterschätzen, das ist auch ein Vorteil der Schlichtung, Sie haben vorhin gehört von den großen Tarifkommissionen und am Ende von dem Waldspaziergang,